Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren neue Modelle in Dragonflight Video. Zuvor haben wir uns einige der neuen Kreaturen angesehen. Videos sind oben für euch verlinkt, falls ihr die verpasst habt. Und heute gehen wir so ein bisschen rein in die neuen Waffen. Während draußen die Bauarbeiter nicht nur die Baustelle, sondern anscheinend auch meine ganze Wohnung zerlegen. Nice, wenn ihr also irgendwas hört. Ne? Nicht erschrecken, ist bei mir im Hintergrund. Neue Waffen immer Riesenthema, ja, weil die befeuern natürlich den Farmwillen von verschiedenen Leuten, wenn es gut läuft, über Addons hinweg, ja. Und ich würde sagen, bei den Modellen, die wir hier schon haben, wird das auch mit Dragonflight der Fall sein. Raid-Waffen, wir wissen, wir ziehen gegen elementar ermächtigte Drakoniden, Protodrachen und Co. in den Kampf. Und dementsprechend sehen die Waffen aus. Ey, Allein diese Axt, ja. Ich weiß nicht genau, was dieses Panzertape da soll, das um den Griff gewickelt wurde, aber ansonsten ist diese elementare. Verstärkung, mal mit Eis, mal mit Feuer, mal mit Erde. Eine total krasse Sache finde ich. In der Mitte so ein pulsierender Kern, der das alles irgendwie in Schuss hält. Und holy shit, auch der Bogenmann. Auch der fucking Bogen. Erinnert so ein bisschen an den, den wir zu Katta in der Drachenseele erbeuten konnten. Aber auch von der reinen Optik so ein Stück weit an gewisse Skins vom Treffsicherheitsjäger. Ne? Die wir dann in Legion erbeuten konnten. Aber so richtig elementar. Ich meine, man greift da ja in das Feuer rein. Ne, und legt da dann die Pfeile an. Das ist ja ultra sick, man. Heilige Scheiße. Es gab ja auch immer mal Waffen in der Vergangenheit. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Harpunenkanone aus der Schwarzfeldsgießerei zu WOD, wo dann auch die Projektile verändert wurden. Ich glaube, in Classic konnte man beim Alterakt zum Beispiel bestimmte Munition kaufen. Dann hat man so blau geschossen, ja. Und zumindest mit den Auto-Attacks und dieser Harpunenkanone hat dann eben so dicke Harpunen gefeuert, ja. Und vielleicht ist das hier auch so mit den Pfeilen. Ich würde den Huntern gönnen. Also, was ein geiler Bogen, Junge. Ach, gucke. Yo, die Armbrust dazu. Scheiße, man, mit Wind verstärkt, die Optik ist total super, ja, mega, mega nice und dann der Pfeil einfach aus Luft, du feuerst einfach Luftgeschosse. Ich bin nicht der größte Fan von Armbrüsten, was auch daran liegt, dass ich damals zu Kara-Zeiten nie den Bogen vom Endboss bekommen habe, den Phönixbogen des Sonnenzorns hieß der, glaube ich, sondern nur diese Silberfalkenarmbrust oder wie sich der Teil schimpft von den ersten Bossen, ne. Seitdem habe ich so ein kleines Armbrusttrauma, aber lieber auch einfach die Bogenanimation. Beim Nachtelf, beim Tauchen, beim Ork scheißegal, ja, irgendwie mit Armbrüsten nie so richtig warm geworden. Aber Junge, die Teile in einem passenden Set? Also, das ist eine ganz leckere Geschichte, würde ich sagen. Und ich kann jetzt schon von mir behaupten, <laughs> dass ich vom LFR bis dann irgendwann ein paar Addons später, ja, im mythischen Modus all diese Teile farmen muss. Das ist ja sowas von lecker wieder, jo, die Kriegsgelewe. So ein bisschen erinnert mich, diese Optik hatten wir eben bei der Axt schon, auch an Hordensymbol. Ja, mit diesem Punkt in der Mitte, drumherum diese Linien. Ich glaube nicht, dass es in diese Richtung gehen soll, ich wüsste nicht, wo da der Zusammenhang ist. Aber ich sehe einen, einen Kreis in der Mitte und ich sehe solche Linien drumherum, bisschen geschwungen und ich denke... -Symbol. Na, das heißt, wenn wir jetzt hier eine tiefrote Variante hätten, Dankeschön! <laughs> Timing, dann sehe ich da auf jeden Fall einen Blutelfen, mit. Ey, aber wie sauber, schaut euch mal die Kanten an, das auch gefertigt ist, ne? Wow, das ist nicht mal so urtümlich wild pulsierend, sondern holy shit, das hat ja fast schon was von elfischer Präzision, wenn wir uns diese feinen Risse und Kanten ansehen. Und dann aber trotzdem diese gesplitterten Steine, die dann ein bisschen drumherum schweben. ja. Und wieder dieser Kern in der Mitte, der das Ganze eben elementar bindet und intakt hält. Wahnsinn, Mann, dass sie überall diese Grundelemente eben eingebunden haben. Auch das Eisige hier, also unglaublich krass. Wirklich, wirklich schön. Mit dem Ding wurde einfach die Sonne geschnitten, Mann. Das wäre dieser Tage bei dem Wetter wirklich mal eine Wohltat. Ne? <laughs> war das das jetzt eine Schildhand? Nee, eine Faustwaffe, war? Jung, er erinnert so ein bisschen an die Messerfaust, die er auch in WOD droppen konnte. Von Kargat Messerfaust natürlich, von wem sonst. Und die ist jetzt auch in so einer... Verstärkten Eisvariante, Feuervariante hier mega, sehr, sehr krass. Erinnert so ein bisschen an diese Naruto-Geschichten, liebe Weeps. Erinnert ihr euch an Azuma, der damit seinen Faustwaffen noch das Chakra reinleiten und dann die Range erhöhen konnte? Ne? Wer das nicht kennt, der Bruder hatte eben so eine Art Schlagring, ja, mit so einer Spitze zur Seite quasi zum Schlitzen. Ne? Und dann konnte er seine, seine Energie da reinleiten und somit diese Spitze quasi verlängern. Ja, und dann hatte er quasi krassere, längere Waffen und natürlich auch stärkere Energie und so weiter. Ja, das sieht hier so ähnlich aus, wenn wir uns, wo ist denn meine Maus eigentlich hier, diesen Verlauf mal ansehen, ja, dann scheint es ja grundsätzlich nur dieser Stein zu sein, der ist aber auch wieder so elementar geladen, dass hier dann diese Klinge rausfährt und das Ganze so ein bisschen ergänzt. Da werden die Naruto-Fans auf jeden Fall zufrieden sein. Ich aber auf jeden Fall auch. Holy shit. Und das ist bei allen Kristallen so, ne? Schaut mal hier oben. Muss ja aufpassen, wenn das Ding schwingt, dass dir nicht gleich hier oben die Klinge ins Auge haust, wie da entsteht. Das ist eine sehr coole Idee. Also, das Design-Team, das hat ja wieder so geisteskrank abgerissen. Da kannst du ja wieder keinem erzählen, Mann. Heilige Scheiße. Und die Dolche. Jo, folgen so ein bisschen demselben Prinzip. Sind aber zumindest vielleicht auch auf Basis einer Drachenkralle, wenn wir uns das ansehen, ne? Zumindest schon mal ein bisschen klingenförmiger gefertigt und hier ist dann in dem Fall der Wind nur noch dabei, das Ganze so ein bisschen zu ergänzen, ja, zu verstärken, zu ermächtigen, sehr, sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall auch. Was mir allerdings bei den Grundmodellen jetzt bei den Waffen weniger, aber bei den anderen Modellen aufgefallen ist, ist, dass sie doch sehr auseinandergehen. Ne? Wir haben so Schildkröten, die irgendwo irgendwo total realistisch werden. ja, Noch realistischer und ein bisschen bösartiger und so. Hier noch eine Schuppe und dann noch irgendein Hautfragment oder so. ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Haufen Modelle, die so rundgelutscht sind. Einige von euch haben geschrieben Disney. Ja? So ein bisschen Goofy-mäßig und so weiter. Und da weiß ich noch nicht, wie dieser, dieser ja, eigentlich Unterschied dann in der Welt auffällt. Oder nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich weiß auch noch nicht, wie das auffallen wird. Wird es positiv sein? Wird es negativ sein? Wird das In-Game mit den Beleuchtungseffekten gar nicht so krass wahrgenommen wie hier jetzt, ja, wo man sich quasi im, im Ankleideraum drauf konzentriert? Aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen, als hätte der Art Director gesagt, ja, Team 1. Ihr macht jetzt hier die fotorealistischen, geisteskranken Modelle auf Basis von irgendwelchen Naturfotografien. Und Team 2, ihr guckt jetzt nochmal alle Disney-Filme. Ja, und dann brauchen wir einen Gnoll, der quasi beim großen Krabbeln hätte mitspielen können. <laughs> finde ich spannend. Ja, finde ich spannend und muss mal gucken, wo ich mich da dann selber irgendwie finde zwischen all diesen Modellen. Und ja, freue mich darauf, genau das dann zu entdecken. Na, mal schauen. Oh, hier auch so eine Windklinge. Das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Basis-Dolch, der aber keine Klinge hat, sondern die Klinge ist rein elementar. Ne? Das sehen wir beim Wind hier am besten. Sehr cool. Also der Dolchgriff und das, was die Klinge, ich sag mal, formt oder hält, das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Das ist auch wieder sehr wild, sehr ursprünglich, ne? so ein bisschen behelfsmäßig zusammengezimmert. Hier fast so taurenartig. Ja, das Drop maybe auch von einem dieser fetten Elementartauren, die wir in den letzten Folgen gesehen haben, ja. Das sind ja solche Runen, die kennt man auch vom Bartschmuck der Tauren zum Beispiel, ne? Oder von den Dingern, die sie sich gerne in die Haare flechten. Sehr schönes Detail, wow! Und dann sind das natürlich Runen, die sicherlich nochmal für einen Buff sorgen. Ey, so eine Eisklinge, ne? Das ist perfekte Verbrechen, Leute. Wenn du jemanden mit so einer Eisklinge erstichst, ne, dann ist die Waffe einfach weggeschmolzen. Kann keiner Fingerabdrücke oder so finden. <laughs> Gut, muss natürlich der Griff auch noch aus Eis sein, ne? Dann passt das wunderbar. Ein Streitkolben, Jo, riesiger Baum. Habe ich letztens erst ein bisschen was freigeschaltet bei unseren Nachtfellfreunden freunden in Shadowlands, wo man ja auch beim Reisenetzwerk zum Beispiel wochenlang Ruf haben muss über zwei, drei Dailies, die man hat. Und dann kann man auch für... Wie teuer war das? 15.000? Waren es 30.000? Für so einen geisteskranken Anima-Preis kannst du ein Waffenset kaufen. Und da waren auch ähnlich fette Streitkolben dabei. Aber hier, Junge, trägst du einfach den Vulkan auf deinem Rücken, ne? Was ist denn da los, Junge? Wie krass! Da weiß ich gar nicht, mit welcher Seite ich zuschlagen würde. <laughs> Aber was mich ein bisschen triggert, ist, warum müssen wir denn überall noch so weirdes Tape hier drumherum haben? Ist das ein Paket von Amazon und wir haben noch mal die Lieferung gesichert hier mit diesen zwei drei Streifen? Das raff ich irgendwie nicht so. Ich hätte es geiler gefunden bei den Waffen wären die quasi einfach aus dem Berg gerissen worden. Ne? Und dann nehmen wir die, verstärken die elementar, bam, und dann passt das. So wirkt es immer so, als hätte sich da jemand quasi einen Kopf gemacht. ne Und hätte geguckt, yo, was können wir noch für den Griff optimieren? Und was können wir vielleicht hier noch mit Hammer und Meiße irgendwie feintunen? Ne? Und das beißt sich, finde ich, so ein bisschen wie die Geschichte eben mit realistischen und Goofy-Modellen. Ja, mit diesem urtümlich wilden Aspekt, den wir über das Urtümliche auf den dracheninseln zweifels ohne haben. Aber gut, ist... Nicht mal meckern eigentlich, aber ist feststellen auf hohem Niveau, weil wer zum Fick guckt dann permanent auf diesen Waffengriff, wenn man die Teile in der Hand hat und schwingt. Ne? deswegen wird sich da schon jemanden Kopf gemacht haben und vielleicht fällt es dann auch wirklich überhaupt nicht mehr so auf ja. aber das fand ich gerade auf jeden Fall ein bisschen bisschen seltsam. hier dieselbe Geschichte ne, aber man muss sagen, Je nach Waffenmodell kann man das auch wieder anders interpretieren. Ne? Hier zum Beispiel sieht es so aus, als wäre es nicht irgendwas drum gewickelt für mehr Grip, sondern als wäre es diese elementare Essenz, die auch in Teile des Griffes übergegangen ist. Ne? Wie wenn irgendein Erz so eine Steinwand durchzieht oder so ein Shit. Ne? Minecraft-Spieler wissen, wovon ich rede. <laughs> und so ist das dann vielleicht auch je nach Farbe und Modell wieder ganz anders zu sehen. Ja, das dürfte dann eine Schildhand sein, nehme ich mal an. Kann man in schlechten Zeiten auch als Dolch verwenden. Ja, Schildhände gibt es wenige, die mich da abholen, ist auch im Rahmen der Möglichkeiten, denke ich, ganz schön geworden, auch mit diesen Runenwickeln da drumherum, ne? Dann haben wir wieder so einen elementaren Kern, der von so einer Art, ich will fast sagen, Steinklaue da beschützt und gehalten wird, ja? Das ist schon relativ nett auch, aber Schildhände, ja, ob das jetzt so eine Schriftrolle ist oder so. Da haben sie auch über die Jahre Fortschritte gemacht, ne? Da haben wir nicht mehr nur irgendeinen weirden Ast in der Hand oder so einen Zauberstab, der so Funken sprüht, in Sternform, aber die werden mich im Vergleich zu den anderen Sachen niemals so abholen können. Ja, hier haben wir ebenfalls einen wunderbaren Streitkolben. Holy shit, auch wieder mit so einer Umwicklung, so ein kristallener. Was soll das sein? Schädel hinten dran und vorne dann noch so ein Aufsatz auf diesem Schädel, ne? Mit so einer Art Drachenfratze. Oh, boy. Also ganz, ganz schönes Teil auch wieder. Ey, die Waffen holen mich hier komplett ab, muss ich sagen. Manchmal hat man ja Raids, wo man so Waffen hatte, so... Mh, ja, ja, okay. Passt jetzt zu dem Raid, ne? Ist okay. Aber hier... Junge, selbst wenn die nicht zu dem Raid passen würden, würde ich die komplett haben wollen. Allein diese fetten Farbeffekte. Ne? Nicht mal so hell lila, lila und wieder heller lila, dann eine mythischen oder so, ne? Und dann auch ein paar Blitze dazu, nee, sondern geil, geil und obergeil. Ey, allein hier die Farbkombination auch mit dem Schädelfragment. Super sick, Junge. Wow. Und noch eine Schilternd. War das dann vorhin wie sogar ein Zauberstab und das ist die Schilternd dazu? Könnte auch ey, Ich könnte jetzt runterscrollen. Ich meine, wow, hätte das alles aufgelistet, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir dann auch noch so eingeordnet auf die letzten Meter, ja. Das ist die Schildhand. Ja, die ist auch schon zersplittert, ne? Da hat sich irgendwie die Mühe gemacht, diese Essenzen mit diesen wunderbaren Runenbändern einzufangen, aber das Fragment auf der rechten hat sich gedacht, ne, ne, ne. Ich schwebe hier einfach so rum, ne? Das ist ja da richtig abgebrochen und jetzt tropfen diese Essenzen. Da zur Seite raus. Oh ja, hier, schön bisschen Lava aus Versehen auf die Füße des Raidleiters tropfen. Hoppala! Belastend. Schön, erinnert auch so ein Stück weit an diese Elementium-Sachen von Todesschwinger. Ja, wenn wir uns da den Kiefer mal ansehen, oder die Items, die zum Teil droppen konnten, gerade bei den letzten Bossen, sehr, sehr schön. Wird, denke ich, hier jetzt weniger mit Todesschwinger und den schwarzen Drachen zu tun haben. Sind halt einfach Erdfragmente, die diese Essenz bewahren, ja. Aber an sich trotzdem eine schöne Sache. Hier auch wieder in diese Kategorie gehend, ja. Sehr nice. Diesmal ein bisschen geschwungenere Linien, ja, wenn wir uns das ansehen. Der Übergang griff zur Kugel haben wir nicht mehr so die Fragmente, die das jetzt einfach einhüllen, sondern die winden sich nahezu drumherum. Ja, gerade aber bei der linken Ansicht sehen wir das sehr schön, wie die eben nicht geradlinig das Ding umschließen, ja, sondern wirklich so ein bisschen drumherum wirbeln, sich dieser Macht quasi anpassen, ja, so ein bisschen geformt werden. Sehr, sehr schöne Darstellung auch wieder. Im Rahmen der Elemente, die wir haben. Oh, Junge. Auch sehr, sehr geil. Und auch unten so ein bisschen zersplittert, ne? Wow, der Übergang sehr, sehr cool. Wieder Steine into Elementaris. Ja, und dann diese elementare Klinge wieder mit diesem, ich sag mal, Aufsatz jetzt aus reinem Feuer. Ja, sehr, sehr fresh auf jeden Fall. Ich mag, dass wir auch hier diesen zersplitterten Aspekt haben, sowohl bei diesen Steinen, als auch unten in der Klinge, als auch hinten am Griff. Ja, also das ist genau wieder dieses Brutale, was dann aber durch die zusammengehaltene Macht hier dennoch Teil der Waffe bleibt. Wirklich, wirklich cool. Und auch wieder ein Hammermodell. Oh boy, das sind die Schilde. Jo, an die habe ich gar nicht gedacht. Seit ich dk maine unter meinen Tanks habe ich immer Angst vor Schilden. Vielleicht habt ihr in den Livestreams und in den Let's Plays auch meine Leidensgeschichte zum Schild von den Schreckenslords mitbekommen. Wenn nein, dann erspare ich euch sie an dieser Stelle, aber. Boy. Wie cool ist auch der Zusatz mit diesen Hörnchen, die so rauswachsen, ne? Wenn du das Teil gerade auf dem Rücken hast, dann wachsen dir einfach noch so Hörnchen zwischen den Schultern hoch, was dann auch wieder T-Mog-technisch, ne? Super krass mit einfließen kann. Wow, super geile Idee. Ich hoffe, das alt team bekommt von Microsoft einfach eine fette Gehaltserhöhung, Junge, weil die sind ja alles sick von der Optik. Oh mein Gott, und in der Mitte auch nochmal so ein Pool, vielleicht pulsiert der auch, ne? Wir haben ja nur so ein paar Ansätze hier von den Animationen. Auf der rechten Seite sehen wir wieder so ein paar fließende Elemente. Ja, ach du Scheiße. Das sieht ja wirklich aus wie der Kiefer von Todesschwingen, ne? Nom nom, Todesschwinge, warum hast du so einen großen Mund, ne? damit ich besser zu einem Schild verarbeitet werden kann. Das sind genau die Märchen, auf die wir Bock haben. Ja, das könnte quasi Version 2.0 von diesem Schild gerade sein. Da ist dieser elementare Kern in der Mitte zersprungen und hält jetzt quasi über seine Essenz diese steinernen Platten links und rechts zusammen. Auch cool, ne? Dass wir quasi mit einem Schild blocken. Das aus reiner elementarer Energie besteht. Wir blocken ja dann nicht, ne, wenn wir als Kriegerschildblock reinhauen mit diesen Steinen da oben, sondern mit dieser elementaren Wand. Finde ich super geil als Konzept. Wow, und das dürften Streitkolben sein, wa? Auch sehr, sehr schön. Unten dieser steinerne Ansatz, ne, nahezu random wieder diese Erzsplitter rauswachsen und oben dann wieder dieser Drachenschädel drin. Jo, und außer so mit den Hörnchen schon ein bisschen gezielter angeordnet, ne? Damit egal wie du zuschlägst mit dem Teil, immer ein Treffer drin ist. Ob du jetzt frontal damit irgendwie wie so ein Rambog, ja auf ihn zurennst oder ob du den einfach rums mit der Seite jemanden in die Rippen haust. Sehr, sehr cool auch wieder. Ich fürchte, das habe ich bei allen Waffen gesagt, oder? Man kann bestimmt so einen Zusammenschnitt machen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, der Stab. Ich sag jetzt was anderes. Mega nice. <laughs> ja und auch hier haben wir wieder dieses selbe Prinzip wenn sie es hier nicht geschafft hätten diese Animationen diese Elementarkräfte zu graben bei diesen Screenshots ja dann wäre das einfach so eine weirde Steinsäule auch die sieht schon ganz cool aus ne mit diesen vereinzelten Platten die sich dann wieder so ein bisschen winden aber der eigentliche Hingucker ist eben nicht das Winden sondern das sind die Winde na, die sowohl unten aus dem Griffelement so ein bisschen pulsieren, als auch oben dann diese Spirale verstärken. Erinnert mich ein bisschen an das Zerg-Symbol aus StarCraft. Oha, Blizzard, wann Überschneidung, wann greift Amon an? <laughs> Aber davon abgesehen ist auch das definitiv eine Waffe, die man mal im Kleiderschrank haben kann, oder? Und zum Abschluss natürlich Dolche. Selbes Konzept, ja. Wow, sogar der, der Griff da, ne? Oder die Halterung, oder wie auch immer der Fachbegriff ist, wo diese Steinchen dranhängen, die auch fast schon wieder dolchartig aussehen. Selbst der ist aus Wind. Ist wie so ein kleiner Windtunnel, der von links anfängt, dann durch die Steine kanalisiert wird und dann diese Klinge formt. Jo, da wirst du einfach von Wind abgestochen. Wie cool ist das, Mann. Holy shit, ja. Oder halt von Feuer, ne? Also das... Das ist wirklich mega. Das ist halt auch so richtig Fantasy. Ja klar, so ein Dolch mit Runen ist cool. Und wenn ich an das Alor denke, da hatten wir einen Dolch aus dem Dino-Zahn, der war dann dreimal so lang wie alle anderen Dolche. Ja, aber das hier, yo, das ist irgendwie ein anderes Level finde ich. Und das finde ich super. Das finde ich super. Wir hatten noch Questwaffen, wenn ich mich nicht irre. Ist jetzt vielleicht ein kleiner Downgrade zu denen. Ne? Das müssen wir uns bewusst machen, aber. Allein deswegen habe ich ja so Bock auf den Raid. Bruder, let's go. Ja, vorne, Quest-Modelle. Es gibt auch noch Dungeon-Modelle und es gibt auch noch Drachen- und Mount-Modelle. Und mal gucken, wie viele Folgen wir machen. Ne? Jeden Tag kommen gefühlt 20.000 neue Elemente dazu. <laughs> aber ist schon geil, das auch durchzugucken. Allerdings ist es hier jetzt so, bei den quest ja, die sehen natürlich auch geil aus. Es ist eine solide Axt. Aber ihr seht es vielleicht unten links oder auch nicht. Es sind ein paar mehr. Und es wird halt tausend verschiedene Farben geben, die allesamt nicht so krass unterschiedlich sind, wie eben bei den Raid-Waffen. Ne? Kennen wir aus Shadowlands so diese Plattenschultern, die an die Beschützer in Oribos erinnern. Die hat jeder von uns in gefühlt 20 Varianten. Deswegen werde ich mal durchblättern. Und wenn ich ein besonderes Schmankerl finde, dann quatschen wir einfach drüber. Ja. Das ist der Plan. Jo, die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mit zwei Klingen an jeder Seite eine. Mega fresh. Die Animation wird sicherlich dieselbe wie immer sein, auch wenn ich an diese Pflegel denke, ne, an diese Morgensterne an der Kette. Die sind ja auch dann statisch beim Schlagen, ne, und werden behandelt wie so normale Einhandstreitkolben, was ein bisschen schade ist. Deswegen bekommen wir hier vermutlich nicht eine fancy neue Animation mit Umgreifen und Wirbeln und so weiter und so fort, ja. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber rein von der Optik her ist das, möchte ich meinen, doch schon eine ziemlich, ziemlich leckere Nummer. Ja, und das sind eher Standardschilder. Also wir haben überall, ja, so ein paar Drachenelemente, auch hier so eine Art Hörnchen, sage ich mal. Ne? Und wir haben auch wirklich schöne Schildhände, wo auch die Buchseiten zum Beispiel, wenn man so ein Buch hat, ne, wieder ein bisschen mehr raustreten, aber... Es sind eben Quest-Items, ja, es ist jetzt nicht das Speziellste vom Speziellen. So sehr ist mir da jetzt auch noch nichts weiter ins Auge geschossen, auch hier ein Stab, ja. Wo man vielleicht sagen kann, es ist ein bisschen weniger Action in diesen Waffen, ja, sie sind ein bisschen weniger abgespaced und wieder ein Stück weit zurück zu diesem Grund-Fantasy-Setting, ja. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Nummer, weil so entsteht natürlich ein noch krasserer Kontrast zu dem, was wir in Shadowlands und auch in Legion hatten, ja. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig gewesen hier beim Durchblättern. Ansonsten ist alles in so einem Stil gewesen. So, also wer jetzt denkt, ey, das waren jetzt 115 Modelle, ich habe irgendwie nur drei gesehen in dem Video. Es ist alles in so einem Stil gehalten, ne? Eben ein bisschen simpler. Man könnte fast meinen, wir sitzen dann in so einer typischen Ritterrüstung auf unserem Drachen und fliegen da mit diesen Schwertern durch die Gegend. <laughs> und das macht natürlich dann den Unterschied zu den Raid Drops und sicherlich auch zu den Dungeon-Waffen nochmal ein Stückchen krasser, ja? Die erinnern fast an Ulduar, an diese Klingen. Interessant, dann gucken wir uns jetzt noch die letzten gemeinsam an. Damit ihr nochmal genauestens sehen könnt, was ich meine. Und ich glaube, das hat man jetzt bei den letzten Modellen wirklich nochmal schön begutachten können. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Ächsen. Also bei den Questbelohnungen wenig Spezielles. Ja, wenig Spezielles. Wir gucken uns gleich nochmal kurz die Hunter-Waffen an, damit ihr auch da wisst, was ich meine. Aber dafür eben wirklich schönes Design, simples Design, durchgehend durchgezogen, ja. Und auch das kann dann natürlich was Wunderbares sein. Und beim Questen brauchen wir jetzt ja auch nicht die funkelnde, leuchtende Rüstung, ne? Da ist das, denke ich, genau das Richtige. So, liebe Jäger, dass ihr euch hier nicht hintergangen fühlt, ne. Ja, war auch eine etwas bulkigere Armbrust, ja. Schönes Design, aber eben auch ein bisschen reduzierter. Dasselbe bei den Schusswaffen, ja. Ist schon eine nette Schusswaffe. Ist natürlich auch ein bisschen schicker, ein bisschen HD-modellierter als der Bums, den wir dann aus TBC und Co. kennen. Das wäre auch schade, wenn nicht. Aber eben wirklich alles sehr, sehr simpel. Ja, ohne irgendwelche leeren Verstärkungen oder Elemente des Todes oder was weiß ich nicht, ne, irgendwie grünes Feuer von den Dämonen, Invasionen. Also, das ist alles stark in Grenzen gesetzt hier, ja. Und ich denke, das ist absolut okay. So, Freunde. Das zu den Waffen. Wir werden uns dann demnächst noch die Dungeon-Waffen in Ruhe angucken und vermute ich auch weitere Modelle. Das zumindest der Plan. Ja, und dann. Drücke ich mir natürlich egoistisch, wie ich bin, selber die Daumen, dass Zeit nach der Alpha-Invite kommt. Das wünsche ich euch natürlich auch und dann stromern wir dann ein bisschen direkter durch die Gegend. Und was mich dabei auch sehr interessiert, ist, wie all diese Modelle dann eben mit Licht, Schatten und in Bewegung und so weiter wirken. Ja, das ist ja auch immer nochmal was anderes. Bisher ist mein Fazit aber super nice. Ja, die simplen Quest-Belohnungen und die völlig abgespaceden Raid-Items, Junge, mit den elementaren Verstärkungen. Super fresh, ultra bock. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, macht es gut. Und Schaus.